machen einen Schaden, ne? Und vor allem trifft man die nicht, weil die so doof hin und her hüpfen. Das heißt, ich muss jetzt wieder auf die gute alte VATS-Methode zurückgreifen, die alle einzelnen dann anvisieren und meine Stimpacks sind gleich leer. Ich kriege wieder echt einen Fimmel. Aber dann können wir gleich die Zielvorrichtung im Magnum benutzen. Auch wenn wir jetzt gar nicht zielen, aber egal. Immerhin ist sie One-Hit, weil das Ding mega viel Schaden macht anscheinend. So, dann nehmen wir wieder die 10 mm und dann ist das auch okay. Die macht ja wohl auch noch genug Schaden, um so eine doofe Maulwurfratte zu nehmen. So, und jetzt bist du auch noch dran. Bam. Und weg ist es. Die Enden. Hier ist auch noch Maulwurfsrattenfleisch und der auch. Was will ich denn mit Maulwurfsrattenfleisch? Wo sind wir denn hier? Ich weiß nicht, wo wir sind, ehrlich gesagt. Ein kaputtes Auto, ein Bad. Ach, hier war mal also ganz viel Wasser drumherum, auch gut zu wissen. Verschlossen wird Dietrich-Fähigkeit 50 benötigt. Habe ich das etwa noch nicht? Zack. Als ob ich jetzt echt dafür... Da muss ja irgendwas Geiles drin sein. Okay, okay. Dann nicht. Ist das jetzt hier? Aber hier ist doch das Freiluftkino, oder nicht? Ich bin doch nicht bescheuert. Hör mal. Vololo. Da ist das dämliche Schiff. Alter, das kann nicht wahr sein. Entweder verarscht mich das Spiel so derbe, oder ich bin einfach nur sowas von doof und laufe die ganze Zeit um den Eingang herum. Was ich aber jetzt mal gerade echt bezweifeln möchte. Hamiltons Schlupfwinkel. Hier! Oh Goddammit, ey. Ihr seid doch so bescheuert. Blöde Idioten. Warum muss man das so verstecken? So, ab in Hamiltons Schlupfwinkel. Keine Ahnung, ob die da drin sind, aber es sieht auf jeden Fall danach aus. Leere Cola-Flasche, hier geht's auch kurz nach links, aber hier ist nichts. Oh, endlich bin ich bei diesem dämlichen Jungen, ey. Ich krieg langsam echt die Krätze, tut mir leid. Ich meine, ich habe echt Spaß an solchen Rätselspielen, aber man kann es auch übertreiben. Also finde ich jetzt persönlich. Ja, schon wieder ein Pümpel. Ich weiß immer noch nicht, was Pümpel ist. Keine Ahnung, ich nehme es nicht mit. Das macht mich bestimmt kaputt. Das meckert mich an oder so ein Pümpel. Was haben wir hier? So Sachen. Aber so Sachen bringen mir auch nichts. Von daher gehen wir einfach wieder oben rum. Weil da unten kommen wir nämlich sonst nicht durch. So, oh mein Gott. Also finde ich das ein bisschen gruselig, weil hier nirgendwo ein Typ ist. Und ich mich hier ganz bestimmt derbe verlaufen werde. Oh. Hier ist doch bestimmt gar nichts, oder? Ich kann doch bestimmt hier wieder rausgehen. Boah. Ich kann gerade echt nicht reden, Leute. Tut mir leid. Waffenwerkbank. Sie wissen noch nicht, wie man sich selbst eine Waffe baut. Schraubenschlüssel, Werkzeugkasten. Kann man mit dem Hammer auch schlagen? Gegner damit zerstören, das wäre echt lustig. Vielleicht sollte ich mal herausfinden, wie man sich selbst eine Waffe baut. Das hört sich ja sehr interessant an. Ja, hier in dem Raum ist schon mal nichts mehr. Jetzt bin ich auch gerade ein bisschen leiser, erstmal, weil ich total Angst habe. Und zweitens, weil hier so Sensorgeräusche im Hintergrund sind zum Knacken. Ich möchte nicht sicher, wenn was mir gleich entgegenkommt. Aber hier scheint doch irgendwie niemand zu sein. Das ist doch echt komisch. Außer so ein paar Kakerlaken, da höre ich was. What the fuck? What the fuck? WTF? Das gibt's doch gar nicht. Was denn das, Alter? Was denn das? Eine Red Skorpion. What the heck?
Warum geht denn das Vieh nicht tot, Alter? Junge, was ist das für ein Megateil? Geh doch sterben jetzt hier, komm, bam. Er verfehlt ihn bei 95%. Warum macht ihm das keinen Schaden, goddammit? Was geht denn bei dem Vieh ab? Boah. Boah, scheiße, was ist das, Alter? Das Ding geht nicht tot. Stirb, Flammenwerfer. Giftdrüse des Waldskorpions. Warum ist das Ding nicht gestorben, Alter? Ich habe dem 10 Patronen auf den Kopf gehauen. Was für ein krankes Teil. Junge. Naja, gut, ich hoffe, hier ist jetzt nichts mehr. Kann ich hier ein bisschen durchsuchen. Werkzeugmodule und so ein Kram. Boah, ich glaube es nicht, ey. Kommt mir hier so ein Skorpion, so ein mutierter Skorpion entgegen und stirbt einfach nicht. Es stirbt nicht, hat keinen Bock. Nö, sagt er. Er sagt nö. Kein Bock. So, wunderbar. Also, da hinten gehen wir noch nicht lang, weil sonst verlaufe ich mich echt noch. Ich versuche das jetzt hier also ein bisschen geordnet zu machen. Ödländer. Ich glaube, der hat ganz schön auf die Fresse gekriegt, aber wenn ich jetzt in die Richtung gehe, werde ich wahrscheinlich irgendwelchen Leuten begegnen. Logischerweise. Ich höre schon wieder so ein Skorpion, da ist er. Boah, wenn der mich einmal sticht, ich glaube, das ist echt Schicht im Schacht. Oh mein Gott, noch einer. Da wahrscheinlich hinter der Tür. Okay, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ach, ich drehe echt schon wieder... Ich drehe schon wieder durch hier. Ich drehe am Rad. Das gibt's doch gar nicht. So, was haben wir hier noch? Fernspaltungsbatterie. Ja, wenn ich jetzt die Tür aufmache, wird dahinter ein Skorpion stehen. Nicht nur ein Skorpion. Oh mein Gott, da sind drei Skorpione. Oh mein Gott, ich glaube, ich muss echt... Warte mal, was habe ich jetzt da weggeworfen? Ich lege jetzt hier einfach so eine Splittermine davor und dann können die mich mal so richtig kreuzweise an meinem Popo lutschen. Zack, dahin. Und ja. Was? Junge, auf dem ist eine Mine explodiert. Das gibt's doch gar nicht. Wie kann das Vieh denn so mega resistent sein? Gleich, ne? Dann beschwere ich mich bei Bethesda. Das kann doch echt nicht sein. Okay, hier werde ich noch nicht weiter rein. Ich bin hier nämlich noch nicht fertig. Junge, das kann doch echt nicht wahr sein. Wollen die mich eigentlich verarschen? Die können doch nicht Skorpione machen, die gegen Minen resistent sind. Okay, hier geht's wahrscheinlich auch wieder rein. Oh mein Gott, hier ist das Wälderlager. Gut, dann brauche ich da hinten nicht mehr reingehen, dann weiß ich, dass ich hier... Mann, ey, die halten aber auch viel aus, muss ich sagen. Naja, immerhin gibt er 30 Erfahrungspunkte. Und man kriegt ein bisschen Munition wieder. Aber trotzdem, Alter, scheiße. Billardkühe, Sadistenrüstung gibt mir zu wenig Rüstung. Aber die hier hatte doch, glaube ich, viel, oder nicht? Ja, 10. 10 ist das höchste, was ich bis jetzt hatte. Ziehen wir auch direkt an und dann sind wir da schon mal ein Stück weiter. Ups, oh, jetzt habe ich es weggeworfen, glaube ich. Nein. So, wunderbar. Und wir nehmen die Hockeymaske, sieht irgendwie besser aus, finde ich. Und ich höre schon wieder so einen scheiß verkackten Skorpion-Kack-Wichser. Entschuldigung, warum habe ich Wichser gesagt? Das sagt man nicht. Doch, sagt man eigentlich schon, wenn ein Skorpion so fucking fett ist. Nuka-Cola Quantum. Leere Whiskyflasche. Säufer sind es auch noch hier. Medikamente mitnehmen. Gleisnägel, was auch immer man damit machen soll. Wir nehmen es mit, sonst wird sie nicht liegen. Es ist ja eine reine Medikamentenstation hier, ist ja geil. Pfeile nehmen wir auch mit, was auch immer ich mit Pfeilen machen soll, ehrlich gesagt. Psycho,
Und eine Krücke. Schmutziges Wasser. Medex. Grüner Teller. Warum grüner Teller? Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, ich kann die Lampe mitnehmen, aber anscheinend ja doch nicht. Was haben wir hier? Oh, danke sehr. Terpentin. Nehmen wir auch mit. Hier haben wir noch Spinte, die sind auch alle leer. Und die Typen, ne, die laufen hier schon die ganze Zeit gegen die Wand und mir reicht das jetzt. Ich nehme euch hart. Alle beide, komm her. Scheiße. So, es reicht. Flammenwerfer an in deine Mama rein. Tschüss. Ach. Und jetzt muss ich mich wieder zurechtfinden, weil jetzt komme ich nämlich aus noch einem anderen. Oh mein Gott, wo kommen denn diese ganzen verkackten Skorpione her? Das kann doch nicht wahr sein. Ich kann doch nicht meine ganze Munition für diese Viecher verballern. Aber okay, dann nehmen wir mal das hier. Na, das macht schon mal ein bisschen mehr Schaden. Stirb doch, du Sack. Du kannst doch nicht einen durch den Hecken, durch so ein übelstes Gewehr verlieren. Der hat einen einzigen Lebenspunkt verloren durch das Gewehr. Mann. Sturmgewehr. Ich auch nur so wenig Schuss drin. Öffnen Tür. Hier ist auch schon wieder ein Gegner drin. Verdammt. Oder? Ach, hier sind noch Kakerlaken drin. Auch das geht ja sogar. Red Kakerlaken, die kennen wir ja noch von früher. Und boom, aus der Luft. Und da war noch eine, genau. Und dich nehmen wir auch mit. Bam. So, die brauchen wir nicht durchsuchen. Die haben ja meistens sowieso nur dieses komische Bad-Zeug dabei. So, und dann Klo, 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 Klo. Hände waschen nicht vergessen. Du solltest doch nicht trinken, du Ekel. Du musst dir die Hände waschen. Naja, gut. So viele Türen. Hier sind zwar noch ein Loch jetzt. Erfordert Schlüssel. Okay. Das heißt, ich muss jetzt jeden Raum durchsuchen, bis ich den Schlüssel gefunden habe. Weil da stehen so viele Kisten. Das wird so ein wertvoller Raum sein. Noch ein Spielzeugauto. Lass du den Händen mehr laufen. So, dann schmeißen wir erstmal was weg. Erstmal das, erstmal das. Die können auch beides wegschmeißen. So. Jetzt egal, wie viel das kostet, aber echt, ich muss jetzt hier ganz schnell wieder raus. Und mein Herz ist am Rasen. Das ist echt nicht mehr schön. Und hier ist auch nichts drin anscheinend. Echt nichts. Echt nichts drin. Okay. Und dann gehen wir hier rein. Hier waren wir ja auch noch nicht drin. Zack, und was liegt hier? Eine Batterie. Oh, ey, Mann. Wirklich. Und ich will die ganze Zeit nur irgendwelche Viecher laufen. Und das wird der Raum der Kakerlaken sein, die ich die ganze Zeit hier zirpen höre. Aber in Zeiten. Das ging schon ein bisschen schneller. Boah, wie er ihm oben auf den Kopf zimmert, ne? Genial. Weg ist er. A Lunchbox. Ja, ist echt hier. Ist, was sind das denn für Räume? Ach, und jetzt sind wir wieder hier. Okay. So, dann müssen wir wohl doch noch in den einen Raum da rein. Der zur Seite führte. Jetzt bin ich hier wieder falsch gelaufen. Bitte mal, jetzt fängt das schon an hier mit dem Verwirren. Und zwar war das hier. Und dann hier. Und dann war es da vorne. Genau, jetzt sind wir doch schon der Sache ein bisschen näher.
Und wie gesagt, ich brauche unbedingt diesen Zellenschlüssel. Ach, hier geht's doch gar nicht weiter. Willst du mich rollen oder was? Woher kriege ich denn deinen Schlüssel? Ich war doch jetzt schon überall, oder nicht? Kann ich das nicht aufbrechen, oder? Also ich war hier. Den Raider, da war ich dabei. Der liegt hier bestimmt irgendwo in der Ecke oder in irgendeinem Gegenstand, den man so richtig schlecht sieht. Da ist nichts mehr drin. Okay, Metallkiste, da ist nichts, das auch nicht. Auch nichts.